sind Ende letztes Jahres die Kooperation mit Yaskawa eingegangen und haben das jetzt auch erfolgreich gestartet. Erste Resultat ist die Art World, sind die Art World Zellen. Hier sehen wir die RS Mini Zelle in Kooperation Yaskawa Lorch. Wir haben einmal auf der einen Seite Yaskawa, Marktführer im Bereich Lichtbogenschweißen und Industrierobotern, und auf der anderen Seite uns, die Firma Lorch, einfach eine große Größe in der Schweißtechnik, was Qualität angeht, Lichtbogenprozesse und einfach das Thema Service, gute Schweißqualität. Wir kommen zwei Themen zusammen, die einfach super zusammenpassen. Wir haben hier eine Schweißzelle, die ich in zwei Stationen betreiben kann. Ich kann die eine Seite bestücken, auf der anderen Seite arbeitet der Roboter. Wir sind hier voll in die Steuerung von Yaskawa integriert. So kann ich eben die kompletten Stromquellenparameter über das Bedienpanel von Yaskawa einstellen, was mir natürlich einen maximalen Vorteil bringt oder einen Mehrwert bringt, besser gesagt. Genau, die Zelle ist Plug and Play beim Kunden einsetzbar, das heißt, die kommt per LKW bei Ihnen an, wird aufgestellt, wird die Verkabelung durchgeführt und ich kann sie sofort produktiv nutzen. Unter anderem ist sie auch hochflexibel, weil sie mit einem Stapler überall in ihre Fertigung hintransportiert werden kann. Klare Abgrenzung zum Cobot. Wir haben hier eine Schweißzelle, die für Serienproduktion ausgelegt ist. Wenn ich taktzeitoptimiert arbeiten möchte, gehe ich herkömmlich auf einen Industrieroboter. Wir haben equipmenttechnisch eine 400 Ampere Stromquelle verbaut mit einem Roboter-Vorschubkoffer, haben ein eigenes Brennersystem in der Zelle drin, damit wir einfach auch garantieren können, dass die Performance, die unsere Stromquelle bringen kann, eben auch vorne am Lichtbogen ankommt. Haben unter anderem noch eine Brennerreinigungsstation drin, sodass ich auch immer die gewünschte Qualität von meinem Brenner erzielen kann. Gut ist die Zelle eben auch einfach für die Kunden, die ein Automatisierungsprojekt angehen wollen, einen höheren Automatisierungsgrad brauchen, jetzt aber nicht unbedingt gleich mit einem riesen Projekt starten möchten. Dafür ist die Zelle eine gute Alternative, weil sie kompakt ist und im Endeffekt alles, was man braucht, um gute Ergebnisse zu erzielen, mit an Bord hat. In Summe gibt es drei verschiedene Zellen. Hier sehen wir die RS Mini. Es gibt auch noch eine kleinere Version, die RS Micro mit einem Einstationenbetrieb. Wenn diese zwei Zellen mal nicht passen sollten, gibt es auch noch eine größere, die CS-Zelle, wo ich kundenspezifisch konfigurieren kann mit verschiedenen Positionierern und verschiedenen Robotern. Und falls es mal ein Sonderprojekt werden sollte, haben wir auch hier die Möglichkeit, zusammen mit Yaskawa ein kundenspezifisches Projekt zu starten, genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wenn ihr mehr solcher Beiträge sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um auch wirklich keinen Beitrag mehr zu verpassen.